Was geht ab? Was geht da, Leute? Herzlich willkommen, neues Eternal Evolution Video. Ja, und es ist soweit, neue Cinzaros EX-Stufen sind draußen. Es gibt jetzt EX1, EX2, EX3. Die haben dann neue Fähigkeiten, die haben erhöhte Defense und die machen Gift. Deswegen ist True Damage sehr nice, um durch die Defense zu kommen. Ich habe jetzt mal Luke mit Burst Set reingeballert. Ich zeige euch gleich auch nochmal das Gear. Ansonsten benutze ich Nord, der macht ja True Damage. Wir pushen Nord mit Res. Als Heal benutzen wir Masrani und dann habe ich noch Ravenna reingetan, um ein bisschen Damage zu machen. Als Commander werden wir Grace nehmen. Und als Prototypen nehmen wir Vision Stone. Ansonsten nehmen wir das, was die meisten Stats gibt und hier Flashpoint Rune. Und das wird unser Lineup sein. Das sollte eigentlich auch Full Auto durchgehen, hoffe ich mal. Wir gucken mal. Ich habe es jetzt auch noch nicht probiert. Ich habe mir nur die Gedanken schon vorher ein bisschen gemacht zu dem, wie wir das Lineup anpassen können hier in dieser Challenge so gesehen. Wir sehen, hier kommt schon ganz gut Damage rein. 60% haben wir schon auf dem Boss. Ey, kommen hier, irgendwie kümmert sich keiner gerade um diese kleinen Viecher, warum auch immer. Jetzt macht Ravenna was. Jetzt macht Luke auch was. Nice, danke. Ja, jetzt ist die Ravenna-Ulti natürlich komplett in die Hose gegangen, aber ja, so ist das erstmal. Ja, es sieht trotzdem hier erstmal gut aus für die Stage, würde ich behaupten. Also so können wir auch schon mal locker EX1 durchgehen. Easy peasy. Ihr seht, wir kriegen hier dann diese Premium Hourglasses und auf EX3, das zeige ich euch nochmal, da kriegt man dann etwas bessere. Da kriegen wir dann diese, wo man 3 bis 4 Commander-Sachen locken kann, die Glorious Hourglass. Und wir gucken uns mal die Droprate an. Für Commander ist jetzt hier 75% schon. Wenn dort war 50%, also das lohnt sich schon. Ist erhöht. Und hier wird es wahrscheinlich dann noch mehr bei EX2 und EX3. Ja, das war es erstmal hierfür. Wir gucken dann nochmal ins Gear rein, was ich benutze auf die Helden. Und zwar haben wir Nord. Das sind die Gesamtsets von meinem Nord. Dann haben wir hier Marauder Set an. Mit sehr viel Crit-Rate seht ihr und Attack und Crit-Damage sind die Hauptaugenmerke. Luke habe ich ja erwähnt, Leute. Luke habe ich im Burst Set, den zeige ich euch mal kurz. Das ist mein Luke. Der ist EX20. Und das ist sein alles auf Attack, so viel wie geht und Burst Set an. Sonst haben wir Ravenna haben wir benutzt, ne? Das Little Bunny. Das sind die Gesamtsets von Ravenna. Sie ist auch EX20. Und sie ist auf Crit-Rate und Crit-Damage gebaut, wie ihr seht. Ich habe versucht, so zwischen 60 und 70% Crit-Rate und den Rest in Crit-Damage eigentlich rein. Wir haben Masrani, EX30. Ganz Standard im Heal-Set. Alles auf HP und Damage Reduction, wo geht. Nichts Besonderes so gesehen. Könnt ihr auch in Ruhe gucken dann. Und Rest hatte ich auch noch drin. Den haben wir hier erstmal so. Der ist auch EX20 nur. Und hat auch PvP-Gear an mit HP und Damage Reduction. Wo geht. Leute, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.